Wenn ich in einem Messenger eine Straftat zugebe, kann die dann verwertet werden? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist nun der Sonntag. Zeit für eure Nutzerfragen und Zeit für eine kleine Änderung bei den Nutzerfragen. Wir wollen nämlich, wie früher, diejenigen Nutzerfragen bevorzugen, die uns per Video geschickt worden sind. Heißt, wir wollen künftig euch sehen in unseren Nutzerfragen-Videos. Das klappt aber nicht mehr so wie früher. Früher habt ihr eure Videos dann hochgeladen bei YouTube und man konnte das als Videoantwort dort sehen. Nein, wir müssen es jetzt ein bisschen anders machen, weil YouTube diese Funktion abgeschaltet hat. Jetzt müsst ihr euch mit dem Smartphone aufnehmen, so wie ich das hier gerade mache, eure Nutzerfrage einfach per Selfie-Video ins Smartphone hineinsprechen und dann mir mailen. Und die E-Mail-Adresse, an die ihr diese Videos schicken sollt, die lautet fragwbs@gmail.com. Ich wiederhole, fragwbs@gmail.com und ihr könnt es ja auch nochmal nachlesen. Also, das ist eure E-Mail-Adresse für die Zukunft. Schickt uns dahin eure kurzen Fragen, die wir dann hier, vielleicht schon am nächsten Sonntag, wieder veröffentlichen. Und insofern heute nochmal normale Nutzerfragen, die ihr uns unter dem Hashtag FragWBS irgendwo in die sozialen Netze gepostet habt. Und auch die normalen Nutzerfragen können natürlich gerne künftig auch veröffentlicht werden, aber wir würden uns eben auch über Videoeinsendungen freuen, um das Ganze hier noch ein bisschen lebhafter zu gestalten und um euch auch mal in unseren Videos zu zeigen, wer sind eigentlich unsere Zuschauer. So, lange genug geregelt. /Suka fragt, wenn jemand in einem Messenger eine Straftat, zum Beispiel einen Betrug, zugibt, kann diese Aussage dann strafrechtlich verwendet werden? Ja, klar, sie kann strafrechtlich verwendet werden. Der Staatsanwalt kann erstmal alles auswerten im Rahmen seiner Ermittlungen, was in irgendeiner Weise verfügbar ist. Und damit sind eben auch solche Sachen in einem Messenger, falls das irgendjemand gesehen hat oder falls jemand gleichzeitig eingeloggt war. Ein bisschen schwierig ist es, weil das eine Live-Kommunikation ist. Da braucht der Staatsanwalt möglicherweise einen richterlichen Beschluss, um sich in diese Live-Kommunikation reinzuhängen. Wenn allerdings der Messenger dann öffentlich ist, was ja bei vielen Foren so ist, dass man da so Fragen stellen kann und das Ganze ist dann auch online, dann ist das auch ohne diesen richterlichen Beschluss wohl auswertbar. Nächste Frage kommt von Nikkei. Er oder sie fragt, man bekommt gesetzlich eine Pause von 30 Minuten, wenn man mehr als 6 Stunden arbeitet. Darf der Arbeitgeber die Pause entziehen, wenn man sich mehr als 45 Minuten zur Arbeit verspätet? Nein, darf er nicht. Denn das ist eben die oberste gesetzliche Grundlage, dass man nach 6 Stunden immer 30 Minuten Pause machen muss. Und die kann nicht einfach wegfallen, die Pause, nur weil ihr zu spät gekommen seid. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht die verspätete Zeit hinten wieder dranhängen müsst, ob das jetzt am gleichen Tag ist oder an einem anderen Tag, das muss man im Einzelfall schauen. Die muss natürlich nachgeholt werden, aber die Pause, und das ist eindeutig, kann euch deswegen nicht gekürzt werden. Nächste Frage kommt von Harvey 3101. Er oder sie fragt, darf der potenzielle Arbeitgeber bei den vergangenen Arbeitgebern des Bewerbers sich über den Bewerber erkundigen? Also wenn der Bewerber ein positives Arbeitszeugnis hatte, aber der ehemalige Arbeitgeber dies nur um des Friedenswillens ausgestellt hatte und er in Wirklichkeit ein ganz anderes Urteil hatte. Super Frage, habe ich mal recherchiert und gesehen, so eindeutig geklärt ist das nicht, ob man einfach die vorherigen Arbeitgeber anrufen kann. Man muss natürlich auch sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Wie wollt ihr das mitbekommen? Insofern kann das in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen eingreifen, wenn man Gespräche mit dem vorherigen Arbeitgeber führt. Was aber viel, viel wichtiger ist, der vorherige Arbeitgeber darf in dem Telefonat nichts anderes behaupten, als er auch in dem Zeugnis geschrieben hat. Kommt raus, dass der vorherige Arbeitgeber nachkartet und nachtritt im Telefonat mit dem potenziellen künftigen Arbeitgeber, könnt ihr ein Klageverfahren gegen den vorherigen Arbeitgeber anstrengen, denn der muss das wiederholen, was er früher schon mal gegenüber euch und gegenüber dem Zeugnis entsprechend geäußert hat.
Ja, das waren wieder super Nutzerfragen, die ihr uns unter dem Hashtag FragWBS geschickt habt. Und noch cooler wäre es, wenn ihr künftig diese Nutzerfragen als Videos an fragwbs@gmail.com schicken könntet. Und vielleicht sehen wir euch dann schon am nächsten Sonntag hier in unseren Nutzerfragen-Videos. Mich würde es jedenfalls riesig freuen. Tschüss und bis dahin.